Hi Leute, Desano hier und willkommen zu einer neuen Folge von Hardcore Desano. Wie viel Meter kann er machen, ohne an einem Stein hängen zu bleiben und den Charakter zu verlieren? Erst viel Spaß dabei. So, weiter geht's. Geplant erstmal hier FBI Hauptquartier, den Nebeneinsatz machen wir. Und dann gehen wir runter in die East Mall und machen hier Mission und die Nebeneinsätze, dann haben wir die auch schon mal abgearbeitet. Und Judy Series Square haben wir noch nichts, aber da müssen wir mal ins Safe House. Ja, die könnten wir auch danach freischalten. Also hier erstmal hier im Federal Triangle. Okay. Weiter geht die Reise. Die Hardcore-Reise. To decontaminate equipment recovered from the dark zones. It's only a matter of time before the hyenas get in there. So it'd be good to get to that cache before they do. Oh, let's go. Echo! Shoot! Wie Echo? Habe ich echt ein Echo? Hör auf. Ich darf kein Echo haben. Moin, Lexi! Wie geht's dir? Wie war euer Urlaub? Wundervoll. War echt schön. Nein, hast du nicht. Moin, Jeppy! Mensch, Hut, verarsch mich doch nicht. Bin alt, ich kann das nicht. Kann das nicht. Ne? Oder nur bei dir? Muss ich mal kurz wieder gedanklich umstellen, dass Papa hier im Hardcore unterwegs ist. So. Das freut mich. Wie geht's euch denn? Der Urlaub bestand aus Wellness, Ruhe und kühlen Drinks. Jawohl. Genauso sieht's aus. Was macht deine Hardcore-Lexi? Servus, moin Ron. Aber was freue ich mich, wenn die morgen vollautomatisch sind. Mittlerweile die Uhr und bin auf Stufe 4. Neulich habe ich auch fast das Zeichen gesehen. Oh, sehr nice. Hast aber gut durchgerackert. Aber bei dir. Okay. Nein, ich bin nicht dabei. Gerade bei Division 2 Video angesehen, gerade dein Division 2 Video und von wegen Mimimi alles kacke Kommentar, bin vollkommen deiner Meinung. Ja, dachte ich mir. Oh, ein Providence Rucksack. Morgen geht's los, Leute. Morgen geht's los. Hardcore bis auf 89, jawoll. Wollten eigentlich Poolstream machen, aber er wollte nicht. Ja, ist doch. Corinius HC ist bei Conley gestorben. Zitat: Wir pushen nicht. Ganz easy von hinten spielen. Spielen wir das jetzt. Was er macht, er pusht sie. Ah, bitter! Das ist doch sein großer HC gewesen, oder nicht? Oh je.
Komm, Drohne hol ihn. Jawohl. Aber wir hatten alle was zu lachen. Ja, er hat damit die AC-Raids gemacht. Da war sehr viel emotionale Bindung und Liebe bei. Ei! Aber das ist bitter. Ei, das ist bitter. Aber dann kann ich ihm was erzählen, wenn er kommt. Die Leute haben doch gesagt, du sollst nicht pushen. Oder komm in die Pushen. Ey, Lutzka. Er hat es mit Humor genommen, ja. Und als der Stream aus war, hat er bestimmt bittere Tränen geweint. Hello, Motherfucker. Hello, Motherfucker. Moin, Markus. Und das weiß keiner. So gut. Looks like you're gonna need to restore power to get into that lab. There has to be some kind of backup power supply. See what you can find. So geil, nochmal auch hier die Nebenmission durchzulaufen. Ist das hier nicht die geile Stelle? Muss man gerade gucken, ob ich die nicht verwechsel. Local power restored. Well done. You should be able to recover the cash now. Ja gut. Drohne ist einfach besser Begleiter. Der Dicke. Sollten wir mal ein Medi drücken? Darf Daniel nicht so sparsam sein. Wie sonst. Okay. Kurz gegenchecken. Providence ziehe ich an. Ich dann Kaiser tausch aus. Da geht's. Ah, das könnte ich sagen. Oh, moin, Corsa! Of Corsa! One more state tech cash accounted for. Bring it on back to base. Sehr gut, sehr gut. So. Lass uns kurz noch hinterher holen. Auf jeden Fall. Vielleicht sollte ich mich umbenennen. Umbenennen in Panik-DP-Install. Ja, ist so. Nee, besser nicht. Lieber ein Pflaster mehr auf die Wunde kleben. Ja. Auf jeden Fall. Hallo zusammen, moin Lemurblatt. Na. You got to bait it. You got to bait it. You got to bait it. Ch-ch-ch-ch-ch-ch-bait it. Ch-ch-ch-ch-ch-ch-bait it. Ch-ch-ch-ch-ch-ch-bait it. Ch-ch-ch-ch-ch-ch-bait it. Ch-ch-ch-ch-ch-ch-bait it.
Der macht mich fertig. Oh, der Enrich PT, guck mal hier. Ein Kollege. Was machst du auf dem Boden? Vielleicht auch. Vielleicht aber auch nur genesen. Ja, ja. Markus, dankeschön. Wie waren deine freien Tage so? Waren super. Waren super, auf jeden Fall. Konnten schön entspannen. Mal ein paar Tage die Ruhe genossen. War echt gut. Gucken hier. Das werde ich ein bisschen später machen. Ich fokussiere mich auf die Nebenmissionen mal und die Hauptmission. Wir rennen hier erstmal zum American History. Seid ihr gegönnt? Muss ja auch mal sein, auf jeden Fall. Ganz wichtig. Wie? Er hatte drei. Freien, nicht drei. Er hat befreien. So ein bisschen, Markus, so ein bisschen. Grüß dich, moin Olli. Na, alles tutti? Moin, geht's los, Leute. Guck mal, arbeitet. Achso, okay, gut, das sieht wirklich eine Arbeit aus. Glück gehabt. Auf hier. Alles gut, Arbeit halt, gell? Ja. Der alltägliche Schmutz. Echt hoch. Hostile control point identified. Immer alles mit. Charlie? So muss leider noch mal erledigen. Man liest sich. Lass dich nicht killen. Nee, nee. Ich gebe alles, Markus. Dankeschön. Grüß dich, Antago! Moin, mein Lieber. Also den Sound will ich nur zum Spaß hören, gell? Also nicht draufgehen und so. Schmutz. Hoi, Icke. Sounds promising. Find it and patch eyes again. Okay, let's go. Now to open the cells. And the cells are open. Ach, ihr sagt. Wie geht's dir, mein Lieber?
I like that! Ja. Ach ja. Es ist Montag, die Frage erübrigt sich somit. Okay, okay. Okay. Da hast du einen Punkt auf jeden Fall. Checkpoint erreicht. Ist auch so geil im Hardcore-Modus, ne? Im Hardcore-Modus gibt's keine Checkpoints. Ja, Daniel, du darfst doch treffen. Okay. Oder wenn das Spiel dir sagt, Warnung, keine Neustartzone. Ja, auch geil, ne? Ja. Eine SIG. Ja, die will ich austauschen. Ich weiß noch gar nichts, bezahlt er die Crafting Station steht. Ein paar Mods craften können. Wie bei der Frau zu Hause, Checkpoint erreicht. Ja, nimm dann das Spiel kurz hops. Ja. Putz ist gut. Ja. Reinforcements incoming. Der ist gefährlich. Der ist gefährlich. Der war gefährlich. Papa, mal ganz kurz die Luft angehalten. Die sind übel. Keine Neustartzone, müsste dann ja immer da immer stehen. Ja, eigentlich ja. Alter, im absoluten Story-Modus schicken die mir den Grenadier von den True Sons um die Ohren. Alter. Just lost the camera feed from the holding area. There was a bright flash and then static. Gemeinsam, willkommen zurück, das Hallo, moin, Corinio! Mensch, Corinio, man hat doch gesammelt, darf nicht pushen.
Tut mir leid, hab ich so gehört. Der Tank kann einen mal eben schnell auslöschen. Oh ja. Ich würde ja sagen, Corinne, ich fühle mit dir, ne? Aber das Vergnügen hatte ich halt noch nicht. Und ich hoffe es tatsächlich auch nicht zu haben. Ja, pushen nur mit Glaskanone. Ja, ja. Ja, das ist gut. Bin echt gespannt, wie sich das vereinbaren lässt. Ich kann nicht allzu defensiv. Das funktioniert nicht bei mir. Offensive ist die beste Defensive. A new agent is joining your team. Transmissions jammed. Proximity coverage only. Backup activated. System rebooted. Cool. Warning, entering dark zone. Kur-Inho hat gerade für 3 Monate abonniert. Kur-Inho! Hast du gehört, wie Marlene gesagt hat? Marlene ist die Beste. Seit 4 Jahren begleitet sie mich. Und die haut immer wieder ein paar Klops raus. Ich bin froh, dass Kur-Inho dabei ist. Vielen Dank, mein Lieber. Vielen Dank für 3 Monate auch schon. Dankeschön. Pepe! Guten Tag, großer. Alles Cookie. Wie geht's dir, mein Lieber? So sagt meine Alexa das auch immer und alle lachen immer. Ja, ich kann es verstehen. Kann ich absolut verstehen. Angriff, beste Verteidigung, jetzt. Yes. Dann funktioniert. Nehme ich das natürlich mit, ne? Kur-Inho! Auch alles Cookie, danke. Freut mich, Pepe. Unser Geschwätz steht immer noch aus. Wird mal Zeit. Vielleicht schieben wir die nächsten Tage. Hier ist Monster Hunter Wilds Beta, ne? Ich denke, hast du eh mitbekommen. Für eine Woche. Circa. Ab heute Nacht, also kommende Nacht. 4 Uhr. Bin ich richtig heiß drauf. Kur-Inho! Moinster, moin Tom! Ich hab gesehen, ihr habt einen schönen Urlaub gehabt. Das Häuschen sah echt super aus. Ja, war mega schön. War mega schön, auf jeden Fall. Nee, nichts mit Bock. Oh, okay. Dann merkt ihr das. Ihr könnt auch schon runterladen, ne? Für alle, die Interesse haben. Die Open Beta kann schon runtergeladen werden auf die Playsee, wenn man PlayStation Plus hat. Da wirst du mich finden, auf jeden Fall, Shoot. Immer diese Division-Süchtigen, ja. Aber ja, das Gespräch steht noch, aber ich bitte darum. Ja. Auf jeden. Habe ich auf der Gamescom schon angespielt und ist einfach geil. Ja, beruhig dich da oben. Jetzt können wir mal eins benutzen. Erstmal runterladen, yes. Alles ist geil. Oh. Feier übrigens euren Couple-Content, bekomme ich immer fast Karies, so süß wie ihr seid. Vielen, vielen Dank. Wir haben auch
Wir haben auch ein echt, echt schweres Jahr gehabt letztes Jahr. Und wenn man, wenn man sowas durchsteht und weiß, dass es sich mehr als lohnt zu kämpfen, dann muss man, da muss man alles mitnehmen. Und wir haben eh so viel verpasst. Und jetzt halt mal das alles fest und wie, ne, was gibt es für eine bessere Möglichkeit als, als da? Tatsächlich, ne? Ich find's geil. Eine Urban. Nice. Nice. Ein Dachsen Harding hol ich jetzt nicht mit. So. Ja, Ostloot nicht vergessen. Macht ja alles richtig, ja. Auf jeden Fall. Ja, alles schwierig, gell? So. Haben wir auf jeden Fall schon mal ein dickes Upgrade mit zwei Providence. Gefällt mir. Ach man, nehmen wir doch glatt die Metro-Ruinen mit. Wie läuft Diablo, Pippe? Hostile broadcast detected. Priority item detected. Ist gar nicht mehr so im Diablo-Grind, doch, aber nicht im Stream. Ich habe es ein paar Mal gestreamt gehabt und habe die meiste Zeit für mich, mich gefarmt tatsächlich. Ich habe den Spiritborn da, wo ich ihn haben will, der ist ja eh OP as fuck, ne? Und hab aber den meisten Spaß mit meinem Jäger, ne? Und beziehungsweise meiner Jägerin. Und die ich mir erstellt habe, die funktioniert endlich in einem Bild, was ich mir schon immer gewünscht habe, seit die 4 rausgekommen ist. Und das macht einfach Späßchen, ne? Aber ich hab eigentlich alles. Ich hab alles. Aber die Season und der DLC, beziehungsweise das Add-on, ist wirklich geil, ne? Upgrade. Scheiße, ich... Das ist halt die Frage jetzt, gell? Die mehr Rüstung ist schon nice. Aber ich verliere die 10% Chance auf Crit. Das sind 250 Rüstungen mehr, das kann ich nicht ignorieren. Nicht im Hardcore. Ja. Bogenbild sind einfach Liebe, ja. Und das Shoot ist der absolute Hammer, ne? Also das ist richtig geiler Bild. Richtig geil. Ohne Mist. Hab jetzt so ein Mage gemacht, weil mir die Klasse mehr zusagt. Ja, wirklich gut. Ja. Ja, der Spiritborn ist, der ist okay. Aber, der wurde mir schnell langweilig, bin ich ehrlich. Ich hoffe auch, dass ich mich morgen mit dem Bogen verlieben kann. Ja. Oh. Was mach ich denn? Das ist ja mein absoluter Hasskontrollpunkt, ne? Oh, lass die Granate fallen. Oh, fuck. Und Papa muss kurz aufpassen. Heiler lebt noch, gell? Oder? Ach ne, die Drohne hat ihn gesnackt. Aber alleine macht das momentan nicht mehr so viel Spaß. Ja, alleine ist eh schwierig, ne?
Ich habe die Griffin komplett gepusht, Masterworking auf 12 überall und hier, ja. Rest ist gucken, ne? Ja, ab 250 Paragon wird richtig zäh. True, true. Manche sterben auch an ihrem Lieblingskontrollpunkt mit dem HC. Ja, Corinio, so ist das, ne? Bogen ist so nice zu spielen. Ja. Auf jeden Fall, macht richtig Bock. Hol dir den Heiler. Okay, ich kann da. Und L86, aber die nehme ich jetzt nicht. Muss ich jetzt echt warten, bis die Kollegen da vorne da sind. Ey, pst. Kommt, übernimmt. Der hier spackt doch manchmal rum, ne? Die Metro-Ruin. Von der Einnahme her. Die hast du auch öfter mal nicht fertig. Na komm. Okay. Merci, das war wichtig. Supply Room Access unlocked. Nehmen wir mit die Ressourcen, wichtig. Müssen craften, sobald möglich. Ah, eine Covered SAS. Nee. Die Pistol kann ich wechseln. Dann lasse ich. Ne, den Wechsel mache ich jetzt nicht. Auch nicht. So. Okay, ja, hier geht auf jeden Fall die Reise gleich hin. So, und das war's mit dem aktuellen Part der Hardcore-Reihe. Wir sehen uns im nächsten Video oder auch nicht, je nachdem, ob der Charakter überlebt hat.